Die Farben verblassen, die Blendung nimmt zu, das Sehen wird unscharf. Diagnose: grauer Star, eine Linsentrübung. Voruntersuchung im Josefshaus des St. Johannes Hospitals in Dortmund. Mit einer Überweisung vom behandelnden Augenarzt können die Routinevorbereitungen beginnen. Haben Sie Zucker? Nein. Allergien? Auch nicht. Eine gründliche Untersuchung und die genaue Vermessung des betroffenen Auges stehen als erstes auf dem Plan. Der graue Star ist eine häufige Alterserscheinung. Fast jeder ältere Mensch leidet an einer Linsentrübung. Und dafür kommt nur eine Behandlung in Frage, die Operation. Auch nicht. Wird das jetzt so klarer? Das ist schon verschwommen. Mädchen reingeschoben. Im Vorgespräch erklärt die Ärztin das Vorgehen und beantwortet alle Fragen. In der Kapsel kommt so eine künstliche Linse rein, genau so eine hier, so eine. Der graue Star oder die Linsentrübung ist mit Abstand die häufigste Operation, die in Deutschland und auch hier bei uns am St. Johannes Hospital durchgeführt wird. Diese Linsenoperation dauert mit Vorbereitung und eigentlich Operation ca. 10 bis 15 Minuten und ist mit Abstand die sicherste Operation, die die gesamte Medizin zu bieten hat. Die meisten Patienten werden ambulant behandelt, das heißt, sie kommen ein paar Tage nach der Voruntersuchung zur Operation und können noch am gleichen Tag wieder nach Hause gehen. In der Regel wird nur das Auge mit einem Tropfen betäubt. Nach Absprache ist aber auch eine Vollnarkose möglich. Professor Kohlhaas und sein Team entfernen bei diesem Routineeingriff zunächst die trübe Linse. Mithilfe von Ultraschall wird sie zertrümmert und abgesaugt. Anschließend setzt der Augenarzt eine künstliche Linse ein. Sie wird durch einen winzigen Schnitt im Auge eingebracht und entfaltet sich dort von allein. In das helle Licht, so ist klasse. Nach 10 Minuten ist schon alles vorbei. So, dann haben wir das erste Auge geschafft. Das ging alles schön, prima. Da bekommen Sie jetzt einen Verband. In unserer Klinik wird nach der Operation eine durchsichtige Klappe als Schutzverband aufgeklebt. Dieser Verband wird am Folgetag entfernt und muss nicht mehr aufgebracht werden. Wichtig ist, dass die Patienten in den ersten Tagen nach der Operation sehr sorgfältig auf die Hygiene achten und über 4 Wochen das Auge mit Augentropfen, Medikamenten nachbehandeln. Nach 4 Wochen ist dann die Wundheilung abgeschlossen und es kann über den Augenarzt oder durch den Augenarzt eine endgültige Brille angepasst werden.